Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal TPGTV und zurück zu der vorletzten Folge. Ich weiß, das habe ich letztes Mal schon gesagt, aber diesmal die vorletzte Folge des BVB Karrieremodus. Und zwar hieß in der letzten Folge, ja, Triple Chance ist noch da, Leute. Wie gesagt, sie ist da und wir haben nächste Folge im Special, ich kann nicht reden, im Special, das wird direkt morgen, also heute ist Freitag. Direkt morgen am Samstag online kommen. Heute am Freitag kommt ja erstmal die Folge. Und dann gibt es morgen das Special. So irgendwie so ein Special Stream. Ist es bei mir einfach ein Stunden-Video-Special. Und genau, Leute. So sieht es aus. Wir werden diese Folge, eins der Spiele hier spielen. Also das eine Spiel spielen wir. Das werden wir simulieren und das werden wir wahrscheinlich spielen. Mal schauen. Kommt drauf an, vielleicht spielen wir eigentlich sicher das spielen, aber mal schauen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt in der Mission natürlich mit der Top-Besetzung. Mit der Top 11 muss das natürlich sein. Zack. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Simulation und hoffen einfach mal darauf, dass wir hier richtig gut gewinnen können. Nicht zu niedrig am besten. Schön hoch gewinnen. Das wäre perfekt. So, let's go. Oh, die haben Hugo Lloris verpflichtet und Alaba natürlich auch wieder am Start bei denen. Marquezio Pjanic, Alexandro Higuain und auch Aubameyang haben sie geholt. Ach nee, Aubameyang haben wir den ja eingetauscht. Und wir gewinnen es 2:1. Die schießen aber ein Auswärtstor. Es ist eine ganz belastende Sache. Ja, wir haben schon die sicheren. In der Bundesliga sind wir schon safe. Die Frage ist, sollen wir es simulieren oder nicht? Wir spielen 1-1, das ist okay. Sollen wir das Spiel gegen Juve simulieren? Leute, wir gehen das Risiko ein und werden es simulieren. Wir gehen das Risiko ein und werden es simulieren, Leute. Und hoffen einfach drauf, Leute. Wir hoffen, dass wir hier nicht aufs Maul bekommen. Nein. Jawohl, Leute. Es war die richtige Entscheidung zu simulieren. Und Ramos in der fucking 81. Minute. Aber wir wären trotzdem weiter gewesen, auch beim 1:0. Perfekt, Leute. Das heißt, wir werden gleich das Bremen-Spiel spielen, Leute. Und da wird uns dann die Krone, egal wie wir spielen, überreicht werden. Und dann... kommt das Special. Keine Ahnung, wie lange es gehen wird. Vielleicht so eine halbe Stunde, vielleicht nicht ganz. Aber dort werden dann zwei Spiele gespielt in dieser Folge. Eigentlich wollte ich ja drei spielen. Aber vielleicht ist es dann doch nicht mehr so ein starkes Special. Für Dembélé ohne Training auf einer 89, Neymar auf einer 93, Dybala auf einer 90, Gomez 88, Coutinho 88, Saul 86, Shaw 86, Ramos noch 89, Boateng 90, Bellerin 83, Areola 85. Jetzt gehen wir rein in die Partie. Gegen Stuttgart, da hätten wir eigentlich die BF spielen lassen können. Was? Wir verlieren das 1:0. What the fuck? Wir verlieren das 1:0. Was geht denn hier ab? Na gut, egal. Sollen die Stuttgart sich nochmal ein paar Punkte holen? So. Schauen wir mal. Also, wir haben hier klar Abstand. Letztes Spiel gegen die Bremer. Auf welchem Platz stehen die, wenn ich... Oh, was mache ich denn? Auf welchem Platz stehen die denn hier bitte? Auf dem 15. Oh komm, Leipzig muss gewinnen. Gegen wen spielt Leipzig? Das wäre so OP geil, wenn Leipzig gewinnt. Gegen Köln. Leipzig gegen Köln.
Ah, Köln ist Vierte, das ist Viert nichts, aber wir hoffen es einfach mal. Dann wäre Bremen 16. Dann müsste im Relegationsspiel ran. Falls wir gewinnen sollten. So Leute, dann würde ich sagen, gehen wir mit dieser Zuckermannschaft ins Team. Genau, und ich habe mir entschieden, wir werden nächste Folge auch noch mal so ein kleines Setup machen, sage ich jetzt mal. Wir werden die beiden Spieler spielen und dann danach zum Abschluss werde ich euch den ganzen Kader nochmal zeigen. Alles ganz locker besprechen, damit wir dann vielleicht auch easy auf die 40 Minuten kommen, die das Video dann lang sein soll. Das wäre top. Und ich muss jetzt einmal kurz, Leute, hier mit hier zu machen, weil mein Bruder dürfte jetzt jeden Moment gleich kommen. Und ich habe da gar keinen Bock drauf, dass der uns jetzt hier in die Aufnahme. Oh, das war die Tür, Leute. So. Und ich sage, starten wir auch in die Partie und wackeln gar nicht lange. So, jetzt sind wir hier wieder am Start. So. Und los geht's. Es wird vielleicht bald auch noch mal so ein Video kommen mit einem Kumpel, wo ich gegen ihn spiele. Und zwar der Martin. Stark gespielt. Ah, nicht mehr gut. Ja, auf jeden Fall. Mal schauen. Wir machen jetzt Mischisch, aber richtig gegeneinander gespielt haben wir noch nie. Also haben wir schon so free, aber noch nie aufgenommen so. Mal schauen, wie das so ist, wenn wir da was aufnehmen, Leute. Aber vielleicht auch mal mit einem anderen Kumpel, der vielleicht Bock hätte zu spielen. So, jetzt spielen wir da mal raus. Dembélé jetzt mal mit Platz. Zack. Oh, es war so schlecht. Ich habe es eigentlich so gut an. Ich habe eigentlich so gut angefangen. Ah. Oh. Stark den Ball geholt. Oh, ich habe geschossen. Was war das bitte für ein Schuss? So, komm schon, Leute. Wir wollen hier natürlich am besten gewinnen, aber die ganzen. Man hört es im Hintergrund, alle schreien Bremen. Nein, Leute, ihr wisst, ich bin Hamburg-Fan, also Bremen ist nicht unbedingt mein Lieblingsverein, aber ich habe zum Beispiel auch nichts gegen St. Pauli und so. Ich mag Pauli auch. Was ja eigentlich ein bisschen komisch ist für einen Hamburg-Fan. So, Neymar jetzt mit Platz. Oh Gott, warum spielt der denn hin? Wieso nicht auf Saul oder wie auch immer da gelaufen ist? Jetzt kriegen wir noch einen Konter gedrückt. Ah, Boateng. Boateng beastet. Erste gute Gelegenheit. Warum nimmt die Baller den nicht an, Alter? Meine Fresse, die Baller. Stark, Dembélé. Na, es läuft ja so ein bisschen, lief jetzt noch hier nicht so optimal. Da macht sich Bremen. Bestimmt, da rechnet sich Bremen da ein bisschen was aus. So stark. Nee, Mann, ey. Die verhindern Konter mit so einer Geräte. Das machen doch sonst keine Computer, oder? Ja, Goebbels, lassen soll sich einfach mal verpissen, Alter. Schade. So, Ball raus. Jetzt die Bremer im Vorwärtsgang. Als ob sich Petzos da gegen Bellerin durchsetzt. Oh, jawohl, den hat Areola. Ganz easy. So, Neymar jetzt auf rechts mit, auf links meine ich natürlich, mit Platz. Oh, Neymar zieht vorbei. Sie zurück, Neymar. Oh, nein, zu null. Was
ein Tor von Coutinho. Krank, 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 krank. 1-0. Schaut euch das mal an. Rüber, Coutinho, eine Drehung mit dem Ball und Abschluss links rein ins Eck. Wunderschönes Tor. Ich weiß nicht, warum der in FIFA ein Lenkerflügel ist. Der ist so ein heftiger zentraler offensiver Mittelfeldspieler. Oh, da hat niemand den Ball vom Außen geholt, aber er ist so ein krasser zentraler offensiver Mittelfeldspieler. Das ist auch viel besser seine Position. Er ist nicht so fast, aber er hat einen guten Schuss, gutes Auge, Leute. Das ist seine Position. So, Dembélé. Habe ich ein bisschen zu verfrüht vorgelegt. Oha. Nicht schlecht gemacht von den Bremern. Ich sag, wir spielen hier mal raus auf Hector Bellerin. Halbzeit, Leute. Und wir werden jetzt richtig reinschmeißen. Oh, Süle hat auch ein neues Bild bekommen, Alter. Wir werden Dembélé bringen. Pulisic bringen für Dembélé. Ich würde sagen, wir machen es so, Leute. Eigentlich. Oder komm, wir machen es so. Wir haben Rashford nicht viel gebracht. Und deshalb spielt er jetzt mal auf dem linken Flügel heute, Leute. Coutinho schon ausgewechselt, obwohl er das Tor geschossen hat. Aber es spielen auch mal andere. Und wir testen heute Pulisic auch vor allen Dingen, Leute. Der ist nämlich echt richtig schnell, der Kerl. Und wir kommen zu den Ausgleich. Ja, moin. Ja, geiles Schild. Geiler Shit, Leute. Wir kassieren einfach Ausgleich statt nach Halbzeit. Ja, moin. Alles klar. Ich bin dran. Pulisic, stark. Der Junge ist echt flink und wendig, Alter. Pulisic! Oh, was ein Lauf, Alter, von Pulisic, Mann. Oh! Das war so knapp. Saul fast mit dem Kopf. Das war so knapp. So, jetzt müssen wir auch, wir wollen das natürlich hier gewinnen, Leute. So, jetzt die Bala im Vorwärtsgang. Rashford. Ja, es spielt den Ball nicht ab. Oh, Bremen jetzt wieder im Angriff. Shaw. Oh, und der wird gebauert. Oh, jetzt haben die Bremen zu viel Platz in. Hier so von Finn. Oh, die Flanke kommt auch noch gut. Aber jetzt können wir kontern über Rashford. Jetzt kontern wir über Rashford. Oh, doch nicht. Ach, so soll übrigens danach über auch die Baller. Das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Oh, jetzt sind die Bremer wieder vorne. Aber ganz easy geholt den Ball. So, Bellerin. Ja, Pulisic, da überläufst du am besten auch mal. Stark den Ball geholt, jetzt kontern. Nimm den Ball doch mit. So, jetzt komm, hol den Ball. So, let's go. Zack. Zack. Pulisic, setz dich da durch. Pulisic. Und 2-0. Die Baller. Golasso! Let's go, Leute! Ganz easy!
So. Lass mich doch weiterspielen, Alter. Ich hasse das. So, komm, dann wir führen hier 2-1. Wir wollen das hier ganz easy nach Hause fahren. Ah, schade. Boateng jetzt stark dazwischen gegangen. Nochmal ein Einwurf für die Bremer. Nächster Einwurf für die Bremer. Oh, geblockt. Sergio Ramos steigt hoch. Stark gespielt. Jetzt Meier. Meier! 3-1! Max Meier! Erstes Tor. Stark gespielt. Ganz, ganz eiskalt ausgekontert. Meier auf die Baller, die Baller hat sie zurück. Für Meier und Meier ist ganz eiskalt vor dem Kasten und schiebt den Ball. Ja, schon fast im Winkel, könnte man dazu sagen, würde ich sagen, Leute. Ganz eiskalter Mann. Ah, die Baller. Fast nochmal rangekommen an den Ball. Ja, das war's, Leute. Wir gewinnen das hier 3-1. Ich würde sagen, es ist eine akzeptable Folge gewesen. Es ist eine akzeptable Saison bis hierhin. Und dann gibt's morgen das kleine Special, würde ich sagen. Wir schauen noch einmal kurz, was hier geht. Zack. Oh. Wir haben jetzt, oh Leute, ich bin so dumm, ne? Ich habe jetzt einfach die Bundesliga-Feier übersprungen. Egal, ist halt so, Leute. Henriquez verbessert sich auf die 79. Schauen wir, ob wir den noch auf die 80 kriegen können vor dem Karriereende. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen wieder beim Special, Leute. Das werde ich direkt morgen für euch auch nehmen. Und ich würde sagen, ciao, Leute. Und dann bis morgen. Wirklich alle einschalten. Bitte, bitte, bitte einschalten, Leute. Also, bis morgen. Ciao.